Und damit sage ich, hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Tahi, der ist am 9. wieder auf meinem Kanal. S04 gegen den VfL Wolfsburg. Es ist, glaube ich, so. Ja, da kann man... Der erste gegen den 9. Ja. Boah, bei mir ist es gerade richtig kalt. Ich frage mich, warum. Ich muss bald gleich wieder die Heizung anschalten. Es ist richtig kalt gerade bei mir. Der treffsicherste Verein ist Schalke mit 35 Toren. Boah. Ja, die Bayern sind ausgerechnet. Wie viel da? Ich konnte mir das gerade nicht so genau anschauen. Aber ich glaube, die sind so nicht in den Top 6. Ich habe das gar nicht gesehen und so. Hab mich noch auf Wolfsburg fokussiert. Die Aufstellung von Wolfsburg ist im Tor Ralf Fährmann, in der Abwehr Naldo, Nastasic, Kehrer, Otschipka, im Mittelfeld Can, Goretzka, Meier und vorne Guido Burgstaller, Konrad Blyanka und Kelly Jury. Ein Kommentator hat gesagt, Kelly Jury und einer Kali Jury. Also Kelly Jury oder Kali Jury. Ja. Die Aufstellung von Schalke, von Wolfsburg ist im Tor Grün, in der Abwehr Tisserand, Knoche, William, Gerhard, im Mittelfeld Gulia, Vogie, Camacho, Berakalo, Mali und Steffen und vorne Diamata. Grün im Tor ist jetzt nicht die beste Aufstellung von Wolfsburg, denke ich. Sie haben auch nicht die beste Aufstellung auf dem Platz. Wie Schalke ist treffsicherste Aufstellung. Stellung. Eigentlich hat jede Aufstellung von Schalke gewonnen. Und die ersten Minuten. Schalke kann zwar gerade noch nicht kommen, aber Kehrer. Abgefälschte Flanke. Ball wird dann am Ende vom Wolfsburger Verteidiger offiziell weggeklärt. Und dann Konrad Blyanka, den Ball in die Mitte zu Kelly Jury. Goretzka. Kelly Jury. Jonas Mali. Di Mata verliert den Ball. Und Nastasic. Da kommen die Wolfsburger. Der einzig gute Spieler von Wolfsburg ist Jonas Mali. In dieser Aufstellung ist er die Nummer 1. Und Foul von Tisserand gibt eine gelbe Karte und es gibt Strafstoß. Burgstaller darf ihn selber schießen. Guido Burgstaller. Grün hält den Ball, aber vielleicht ist er nicht die Nummer 1. Im Kopfball von Guido Burgstaller. Schalke 2 Riesenchancen. Mali, Brekalo, Di Mata bringt die Flanke rein zu Steffen. Mali, Brekalo, Mali, wieder zurück auf Brekalo, Nastasic, müsste grätschen, aber Steffen kommt da zum Abschluss. Ralf Fährmann hat den Ball wunderbar. Gerhard, langer Ball auf Steffen, aber der Ball kommt zu Yunus Mali. Mali, Brekalo, Gerhard, Ball in die Mitte. Zurzeit für beide Mannschaften die größten Chancen haben sie jetzt schon bekommen. Guido Burgstaller. Ah, ich wollte noch mal Fake Shot machen. Dann noch auf eine Seite gehen und dann einen Abschluss machen. Ein Abschluss. Ja, so, egal. Brekalo. Brekalo, Flanke,
Oh, Steffen! Steffen! Pfosten! Und Schalke! Sie kriegen den Ball nicht nach vorne! Immer! Wolfsburg hat den Ball am Ende im Griff! Und jetzt ausgerechnet Max Meyer auf Goretzka! Leon Goretzka verliert den Ball! Das sieht man nicht! Das sieht man nicht viel von Leon! Und Steffen und Schipka nicht schneller. Steffen, Ball in die Mitte. Nastasic. Wolfsburg führt mit dem 1:0. Die Marta, Abstauber, Schalke meckert herum. Was für eine schlechte Verteidigung die Schalke da im Besitz gerade hatte. Und Schalke versaut das Spiel. Jetzt schon, die Marta gegen Nastasic. Nastasic holt sich zwar den Ball, aber das Spiel hat Schalke sich selber versaut. Und Max Meyer. Gilavogi verliert den Ball, aber Can holt sich ihn nicht wieder. Schalke hat Probleme mit dem Ball. Und jetzt Conor Bianca mit Hacke auf Meier. Meier wieder der Fehlpass. Schalke hat Probleme. Die meisten Probleme mit dem Passen. Langer Ball auf Kelly Jury. Kelly Jury macht einen Fehlpass. Also das ist nicht das Spiel von Schalke. Wolfsburg. Wolfsburg kommt durch. Sie sind schon in der Nähe von einem nächsten Tor, weil Schalke zu viele Fehler macht. Sie müssen eine Rettungsgrätsche raushauen. Und Max Meyer. Meyer, Fehlpass. Die Schalker, diese Partie nicht wie immer. Mali. Die Schalker haben in den ersten paar Minuten super gespielt. Und jetzt versauen sie das Spiel. Max Meyer. Max Meyer. 1:1. Manchmal kommt Schalke mit guten Pässen durch. Und am Ende ist es Max Meyer. 1:1. Die Schalker können froh sein. Und die Schalker direkt mit dem Ballgewinn. Oh, ich dachte gerade Riesenverletzung. Brekalo. Schalke jetzt noch in den letzten Minuten vor der Halbzeit. Wieder die bessere Mannschaft. Halbzeit steht 1:1. Bei meiner Mannschaft würde ich sagen verdient. Weil wir haben selber nicht so gut gespielt. Und das Spiel, die zweite Halbzeit kann beginnen. Schalke schon wieder in den ersten paar Minuten war sie in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Aber da liegt aber auch ein bisschen schon was dran an den Schalker Spieler. Sie sind manchmal nicht auf ihrer Position. Und am Ende muss jemand den Ball wegklären. Steffen. Was macht er? Bringt den Ball rein. Und Fährmann.
Ah, die Schalker. Sie kriegen normalerweise jede Torschance hin. Aber das jetzt nicht. Konoplyanka. Embolo auf Konoplyanka. Gutes Passspiel vom Ukrainer und dem Schweizer. Und Schipka. Und Konoplyanka. Den Ball. Was war das denn jetzt? Alles wegen meinem dummen Ladegerät. Leute, ich komme gleich wieder. So, bin wieder da. Leute, ich komme gleich wieder. So, bin wieder da. Oczipka, Konoplyanka, Goretzka. Caligiuri. Einfach nur schlecht. Max Meyer. Der muss sich dort durchdribbeln. Ich wollte gerade sagen, dort muss er sich durchdribbeln. Boah, was mache ich da gerade? Ich muss kurz was gucken. Kann er nicht einfach zu Piazza passen? Yunus Malí kommt aus Glück durch. Ist zerreißt das die nächste Schalke. Und Caligiuri schon seit den ersten paar Minuten drinnen. Und Marco Piazza. Abstauber Marco Piazza trifft zu seinem zweiten Saisontor. Caligiuri bringt den Ball zwar rein. Dritte Saisontor. Aber es war dann auch noch ein Fehler von der Verteidigung. Tisserand schießt ihn sogar extra noch zum Torwart und dann ist es das 2:1 für Schalke. Schalke noch nie so glücklich. 10 Spieltage ohne Unentschieden, ohne Niederlage. Sie kommen davon weg. Schalke, die Champions League kommt langsam in Sicht. Camacho. Di Marta. Wolfsburg hatte das Spiel in der ersten Halbzeit richtig in den Händen. Sogar noch ein Teil von der zweiten Halbzeit hatten sie auch noch. Hatten sie auch noch im Griff. Aber am Ende konnten sie nichts mehr machen. Malí.
keiner ist bei Mali. Den Ball in die Mitte. Schon wieder Mali. Den Ball in die Mitte. Und jetzt Younus Mali. Fährmann. Die letzten paar Minuten laufen ab jetzt. Die Schalker ist es. Ihr nächster Sieg. Camacho. Ralf Fährmann. Oczipka, Ralf Fährmann. Oczipka und Leon Goretzka verliert nochmal den Ball. Will nochmal dazwischen grätschen. Tisserand hatte erst in der beim 2-1 einen Fehler gemacht. Und macht den wieder gut. Und Schalke will den nächsten. Oh nein! Mann, warum kann er den nicht machen? Warum kannst du den nicht machen? Mann, ey, Mann! Ja Leute, normalerweise haben wir doch gerade besser gespielt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Mann. Boah, warum bin ich eigentlich bei so einem Kackspiel am Ausrasten? Leute, normalerweise haben wir komplett gewonnen. Aber Tisserand natürlich erst einen Fehler gemacht und dann macht er den wieder gut. Kleiner Alter. Tisserand ver... Piss dich mal. Geh mal weg von Schalke. Du kannst nämlich kein Fußball-Tisserand. Boah. Die Decke brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil ich gar nicht mehr warm bin. Schalke, Alter, warum mache ich eine Karriere mit Schalke? Trainer von Peru, das können die vergessen. Junge. Dombia. Der Dombia. Der Dumm. Ja Leute, das war's mit meinem Video. Like dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Zeit Gaming, abonniert Nero Gaming, abonniert Killer Rich Gaming TV. Das war's mit meinem Video und ciao.